Hi Leute, ich bin Timaya Brooks und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video aus meinem Badezimmer. Heute habe ich ein Skincare-Routine-Video geplant und heute seht ihr nur meine nackte Haut. Bevor ich jetzt weiter dumm rumlaber, let's start the video. Nur so gar keine Ahnung, wie ich das ganze Video mache, aber ich würde sagen, wir jumpen einfach direkt da rein. Ich fange mal als erstes mit einem Facial Cleanser an. Und momentan benutze ich sehr gerne von Mario Badescu den Acne Facial Cleanser, also so ein Gel Cleanser. Als erstes mache ich mein Gesicht nass. Der Facial Cleanser wird immer auf nasser Haut aufgetragen. Ich nehme dann immer so ein, naja, wie nennt man das, erbsengroßes Stück. Ich verreibe mir das immer erst in den Händen und dann smeare ich mir das completely all over my Face. Der Facial Cleanser von Mario Badescu ist sehr gut für fettige Haut oder für Haut, die zu Akne neigt. Man sollte zweimal täglich, einmal morgens und einmal abends, sein Gesicht damit reinigen. Beziehungsweise man sollte immer morgens und abends sein Gesicht reinigen, damit der ganze Dirt und alles rausgeht. Ich habe mir das jetzt von meiner Haut gewaschen und trockne jetzt meine Haut einfach mit so einem Waschlappen. Natürlich müsst ihr immer frisch sein. Achtet immer darauf, dass alle Utensilien, mit denen ihr arbeitet, um euer Gesicht zu reinigen, immer sauber seid. Auch darauf achten, dass wenn ihr euer Make-up macht, dass die Pinsel immer sauber sind. Wenn ihr immer mit dreckigen Pinseln irgendwie euer Gesicht schminkt, dann tut ihr den Dreck von den Pinseln und die Öle, was davor von auf eurer Haut waren, was in den Pinseln drin sind und was daran vergammeln und ihr haut euch das wieder ins Face. Ich möchte nicht wissen, wie viele Bakterien so auf den Pinseln oder auf dem Beauty Sponge sind. Immer darauf achten, dass der Facial Cleanser nicht die Haut austrocknet und eure Öle mit abzieht. Das ist nämlich ganz blöd, denn dann spielt eure Haut erst recht verrückt. Und ihr solltet übrigens immer... What is this? Ihr solltet übrigens immer darauf achten, welcher Hauttyp ihr seid und danach auch eure Skincare-Routine richten. Eine sehr gute Haut bekommt man natürlich auch durch Sport, gesunde Ernährung, sehr viel Wasser trinken, aber wir sind nicht alle die heiligen Engel. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich dusche, dann dusche ich immer mit Wassertemperatur Höllenfeuer. Ich brauch's richtig heiß. Next up zeige ich euch jetzt ganz schnell, wie wir eine Face Mask machen. Und zwar aus Sachen, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat. Für die Gesichtsmaske braucht ihr 2 Esslöffel Honig, 2 Esslöffel Olivenöl und eine Prise von Zimt. Das Ganze gibt ihr einfach in ein kleines Gefäß. Ich habe einfach die Tasse von meiner Schwester genommen. Ihr vermengt es dann einfach alles zusammen. Und dann könnt ihr es schon ready auf euer Face geben. Ich habe die Maske jetzt so circa 10 Minuten ziehen lassen, damit auch alle Ingredients darin sich gut miteinander vermischen. Und sie sollte ungefähr so aussehen. Also das ist so die Textur. Gebt mir das Ganze jetzt einfach... Drippy, drippy. Oh mein Gott. Alright. Das schmier ich mir jetzt einfach all over my face. So I love that shit. So dieses tacky feeling, you know, dieses... Der Honig in der Maske bindet Feuchtigkeit in der Haut, er ist entzündungshemmend, Pickelmale oder Pigmentflecken kann es leicht aufhellen. Durch den Honig. Das Olivenöl darin hat natürliches Vitamin E, was die Haut viel elastischer macht und ihr auch mehr Spannkraft gibt. Das Ding ist, Olivenöl ist gerade so richtig mein Ding. Nach dem Duschen oder nach dem Baden schmiere ich mich immer komplett mit Olivenöl von oben bis unten ein. Meine Haut ist so tight geworden dadurch. So no loose skin on my body. Also natürlich ein bisschen noch, dauert noch ein bisschen, aber ich habe angefangen und ich habe schon voll die Erfolge damit gesehen, also ganz krass. Nach 2-3 Malen habe ich schon gesehen, dass meine Haut echt straffer geworden ist in meinem Body. So, if you need that. Übrigens, meine Haut neigt sehr schnell zu Rötungen, vor allem nach dem Rasieren, was ich ja momentan noch machen muss, weil alle Termine abgesagt wurden für das IPL, wegen Miss Rona, you know. Ich warte sehnsüchtig auf meinen nächsten Termin, cause es sind noch, ich glaube, 10 Sitzungen oder 9 Sitzungen und danach ist das hier alles weg. Never shaving in my face again. Und ich bin sowieso gespannt, was die Hormone noch alles mit meinem Body anstellen, denn ein bisschen ist schon was passiert. Das erzähle ich euch aber erst nach 3 Monaten. Ich habe nämlich
Bock darauf, so alle 3 Monate ein Video dann zu machen, was sich an meinem Body verändert hat. Und yes, also ich nehme euch da gerne mit auf diese Journey. Das alles in der Maske ist im Groben und Ganzen eine richtig geile Kombo. Und ihr könnt die auch essen, wenn ihr Bock habt. Love it, mein Face sieht jetzt aus wie ein Glazed Donut. Not the first time. Oh mein Gott. Controversial. Liebs. Okay. Das Ganze lasse ich jetzt 10 Minuten drauf. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir das Ganze jetzt mit lauwarmem Wasser abgewaschen. Und ich schwöre es euch, meine Haut fühlt sich an wie ein Babypopo. Das ist so weich. Oh, I love it. Kurze dumme Story dazwischen. Ich war gestern joggen und mich hat es voll aufs Maul gehauen. Und als ich gefallen bin, habe ich mir so hart auf meine Zunge gebissen. Like, es fühlt sich weird an in meinem Mund. Ja, dumb story. Apropos, tut weh. Kommen wir jetzt zum Thema Nadeln. I know, ganz crazy cut. Ich habe mir einen Nadelroller gekauft, den habe ich schon seit knapp einem halben Jahr. Ich blende es euch wahrscheinlich gleich ein. Hier vorne dran sind tiny, tiny needles, also ganz, ganz kleine, feine Nadeln. Wenn ihr es noch nicht kennt, ihr rollt damit über euer Gesicht. Die Nadeln stechen Löcher in die Haut und das Ganze bildet dann Kollagen. Und durch die Löcher, durch die Wundheilung und das Ganze wird die Haut gespannt. Ich habe das tatsächlich schon mal regelmäßiger gemacht. Und ich schwör's euch, meine Haut war richtig lifted. Also wirklich, ohne Scheiß. Und jetzt habe ich sie wieder ein bisschen vernachlässigt. Also dachte ich mir so, okay, fangen wir heute wieder mit an. I'm scared. Ihr müsst euren Nadelroller immer in Desinfektion tränken. Das ist ein hundertprozentiges Must. Man will ja nicht irgendwelche Entzündungen im Gesicht haben oder sonstigen Shit. Mindestens 10 Minuten in Alkohol liegen lassen, dass das ganze Ding clean ist. Bevor ich jetzt einfach weiter laber, benutzen wir das Ding jetzt einfach mal. Okay, nimmt einfach den Roller. Ich habe vergessen, wie weh das tut. Ihr nehmt den Roller und geht 5 Mal, also zum Beispiel hoch, runter, überall. Immer 5 Mal in jede Richtung. Man sollte darauf auch achten, dass man nicht zu hart Pressure drauf ausübt. Das Ganze tut eh schon krass weh und wenn ihr dann da richtig reinballert, oh mein Gott, also Stirn ist immer das Härteste, I swear to God. Oh, man hört richtig, wie die Haut aufbricht, knackt, also wenn die Nadeln in die Haut gehen, man hört richtig dieses, you know. Also man macht das eigentlich jede Woche einmal. Holy shit, eigentlich heule ich immer dabei, ich bin erstaunt, dass ich heute nicht dabei heule. Ihr solltet auch darauf achten, nicht zu nah ans Auge zu gehen, denn ihr wollt keine Nadeln im Auge haben oder hier unten drunter, denn hier ist die Haut sowieso immer dünner als in eurem... Ah, okay. Puh. Ich kann euch den Nadelroller gerne mal in der Infobox verlinken. Das Ganze bei einem Set, also es gibt auch einen Bodyroller damit, also für den Körper. Dass da die ganze Haut... Haut gestrafft wird. Ja, und wir gehen hier auch noch zwischen die Augenbrauen, denn da ist ja oft immer die Zornesfalte and we don't want that. Yay, we love a good Rötung. Die Rötung sollte ab dem nächsten Tag wieder komplett vorbei sein. Macht es lieber abends, denn dann kann das Ganze über Nacht ein bisschen schon mal heilen. Meine Haut ist jetzt gespiked und da kommt jetzt Hyaluron rein, damit das Ganze praller wird, die ganzen Fältchen weggehen und wir pushen das Ganze jetzt einfach auf Maximum. Ich nehme mir immer eine kleine Hyaluronampulle. Da ist immer richtig viel drin. Klack. Okay. Die sind nämlich aus Glas. Da muss man echt aufpassen, dass man sich nicht dran schneidet. Gib mir das so auf die Haut. Hyaluron ist einfach das Beste, was es gibt. Es pumpt eure Haut auf. Ihr habt keine Fältchen mehr. Eure Haut ist mit Feuchtigkeit versorgt. Denn Hyaluron kann richtig viele Mengen an Feuchtigkeit speichern. Ihr solltet sowas auch immer auf euren Hals auftragen, denn das Gesicht endet nicht hier, das Gesicht endet hier. Also es gehört schon hier alles mit dazu, das Dekolleté und der Hals, es gehört alles mit dazu. Und damit mein Face jetzt noch mehr gesculptet wird, habe ich noch ein kleines Beauty-Secret. Und zwar
ein Jade-Roller. Jade-Roller sind richtig geil. Der Jade-Roller kann das Face nochmal so richtig sculpten. Also ich mache das jetzt auch schon wieder seit einer kompletten Woche und ich habe gesehen, dass mein Kiefer viel kantiger geworden ist. And I love that. Ich arbeite mir jetzt mit dem Jade-Roller hier überall das Serum nochmal richtig ein. Wenn ihr ein kantiges Kinn haben möchtet, dass ihr nach außen das Ganze rollt und dann nach oben. Also immer nach oben gehen und nach außen gehen. Am besten nicht mit so viel Druck wie möglich, sonst quetscht ihr eure Haut. Es sieht einfach so frisch aus. Ihr habt keine Hängebäckchen mehr. Und hier unten am Kinn dasselbe. Nach hinten und hier auch. Und hier nach oben. Und dann kriegt ihr so eine richtig geile Jawline und whatever. Meine Haut fühlt sich jetzt so geil an. Die ist richtig mit Feuchtigkeit versorgt, hat eine richtige Spannkraft. Wenn jetzt der ganze Heilungsprozess beginnt über Nacht, sag ich mal, und die Haut sich neu regeneriert und Kollagen bildet, denn wenn die Haut Kollagen bildet und die Haut sich regeneriert, dann spannt die sich, also was heißt die spannt, die zieht praktisch sich so zusammen und dann bleibt die da auch. Also ihr habt dann keine Fältchen mehr und das Ganze. So, wer schön sein will, muss leiden. I know. Ich mache das übrigens nicht jeden Abend, um Gottes Willen. Ich habe da schon mal eine kleine Routine, also Face Cleanser, ein Serum und ein Facial Spray. Das ist so meine tägliche Routine, morgens und abends. Einmal in der Woche mache ich so ein richtiges Beauty-Programm, wo ich es mir einmal so richtig gut gehen lasse und meine Haut einfach danach geil ist, you know? Ich habe direkt so nach 3 Tagen gecheckt, Alter, ich habe Wangenknochen. Man sieht wirklich, dass etwas passiert. Also ich liebe die Dinger, ich liebe die ganzen Beauty-Tools und vor allem, wenn die dann auch noch was bringen, it's a must-have for me. Meine Haut ist so richtig vollgepumpt mit allem, was geht. Jetzt habe ich noch einen letzten Step, damit man richtig schöne, weiche, kissable Lips bekommt. Habe ich jetzt einfach in die restliche Face Mask Zucker reingegeben und habe mir damit jetzt ein Peeling gemacht. Ich schmier mir das jetzt auf die Lippen und scrub meine Lippen damit. Und das Gute ist, das Ganze ist edible. Ihr könnt das Ganze einfach ablecken. Meine Lippen sind jetzt richtig soft und da gebe ich jetzt von Laneige die Lip Sleeping Mask drauf. Tut die Lippen so richtig schön mit Feuchtigkeit versorgen. Das heißt, das ist nicht nur Kissable Lip, das sind richtige Make-Out Lips, okay? Das ist auch schon das Ende des Videos. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn du noch kein Abonnent meines YouTube-Channels bist, abonniere jetzt meinen YouTube-Channel kostenlos und aktiviere die Glocke. Denn dann bekommst du mit jedem Upload eine Benachrichtigung, dass ich ein neues Video hochgeladen habe. Und wenn dir das noch nicht genügt, dann kannst du mir jetzt auch gerne auf Instagram und auf TikTok folgen. Ich lege mich jetzt in mein Bett, Netflix and chill with myself. Dankeschön, dass ihr eingeschaltet habt. Love and Harmony. Peace.